Dieses verdammte Gefängnis, es hat mir den Verstand geraubt, meinen Besitz und sogar meine Worte. My Grimoire and I are of a kind. We thrive on the stars, rely on them. If you can reach the tallest point of this facility, maybe there is a window or something. Mein Zauberbuch und ich sind uns gleich. Wir streben nach den Sternen, wir verlassen uns darauf. Wenn du den höchsten Punkt dieser Einrichtung erreichst, findest du vielleicht ein Fenster oder etwas in der Art. Sie gibt dir das Buch zurück. Ich werde dein Buch in das Sternenlicht bringen und sehen, was geschieht. Agrissima, mein Freund, du wirst schon wissen, wo du mich findest. Lächelnd neigt Berkana den Kopf. Okay, ein Nachtrag zu ihrem. Berkana sagte, dass ihr Zauberbuch sich vom Sternenlicht nähert. Always nice to see a friendly face, even if it doesn't have any skin on it. Immer schön ein freundliches Gesicht zu sehen, selbst wenn es keine Haut mehr hat. Tane zwinkelt Konstelhaut zu. I despise you, Tane. If I had hands, I would wring your scrawny neck. That goes for everyone in earshot. Ich hasse dich, Tane. Wenn ich Hände hätte, würde ich dir damit deinen dürren Hals umdrehen. Das gilt für jeden in Hörreichweite. Der Kopf rotiert und sieht sich um. What a filthy, disorganized hovel. Was für ein dreckiger, unorganisierter Saftladen. Alles gut, Konstelhaut. Amazing. Suddenly you care about my well-being. It didn't seem to matter when I was stowed so unceremoniously with the rest of your unimpressive gear. Ich liebe sowas. Na toll, plötzlich interessierst du dich, wie es mir geht. Als du mich kurzerhand zusammen mit deiner langweiligen Ausrüstung in deinem Gepäck verstaut hast, schien dir das reichlich egal zu sein. Ugh. I have forgotten how much I detest mortal company. The stench alone is unbearable. Wie kannst du überhaupt riechen, wenn du keine Nase mehr hast? Puh, ich hatte ganz vergessen, wie sehr ich sterbliche Begleitung verabscheue. Der Gestank alleine ist schon unausstehlich. Ich habe ein paar Fragen. We have nothing to discuss, you insipid pustule. I have found more competent sea captains floating face down in watery graves. Wir haben uns nichts zu besprechen, du hirnlose Pustel. Ich habe Kapitäne getroffen, die sind mit dem Gesicht nach unten in wässrigen Gräbern getrieben und waren immer noch kompetenter als du. Ich war kompetent genug, dir den Schädel vom Rest deines Körpers zu entfernen. What would you like to know? Was willst du wissen? Konstantin kneift die Augen zusammen. Was weißt du über Wades Körper? It will swallow you like a piece of half-chewed gristle, depositing you where you belong atop a divine dung heap. Es wird dich in wie ein Stück halb durchgekautes Knorpel, durchgekauter Knorpel schlucken und in einem göttlichen Kackhaufen entsorgen, wo du auch hingehörst. Wie freundlich. Beyond that, I know little. Abgesehen davon weiß ich nur wenig. Consul Hot, the All-Knowing, finds a blind spot in his education. Sieh mal einer an, der allwissende Consul Hot findet einen blinden Fleck in seiner Bildung. Underestimating me would be your greatest mistake, apprentice. One that I will not stop you from making. Mich zu unterschätzen wäre dein größter Fehler, Lehrling. Einer, von dem ich dich nicht abhalten werde. Irgendwelche Gedanken zu unserer aktuellen Mission? Our mission? If you presume to imagine that we have similar goals, allow me to correct your catastrophic error in judgment. Unsere Mission, wenn du glauben sollst, dass wir gemeinsame Ziele verfolgen, will ich diesen katastrophalen Irrglauben korrigieren. Oh, fantastic. You've wound him up again. Oh toll, jetzt geht das wieder los. We have only one thing in common. We both want you to die. Wir haben nur eines gemeinsam. Wir wollen beide, dass du stirbst. Ich will das aber nicht. Das ist etwas harsch, Konstantin. Warum solltest du das wollen? Das ist harsch. I am indifferent to your existence, but you clearly desire a worthy end. Deine Existenz ist mir gleichgültig, aber du wünschst dir eindeutig ein würdiges Ende. Isn't it obvious? The way you launch yourself into peril at every turn. These are the actions of one who has lived too long, wandered too far, and willingly climbs to the precipice of oblivion. Oh doch, ist es nicht offensichtlich, so wie du dich andauernd selbst in Gefahr bringst, so wie du handelst, nur jemand, der schon zu lang gelebt hat, zu weit gelaufen ist und sehnsüchtig in den Abgrund der Vergessenheit starrt.
Self-annihilation is the most natural ambition a sentient mind can achieve. And when you find yours, I will be there to cheer you on. Selbstzerstörung ist das natürlichste Ziel, das ein empfindungsfähiger Verstand haben kann. Und wenn du dein Ziel erreichst, werde ich da sein und dich anfeuern. Das ist vorerst alles. I will be listening, Watcher. I always am. And when my time comes, you will pray for the indignity of bobbing in my shadow. Ich werde zuhören, Wächter. Ich höre immer zu. Und wenn meine Zeit kommt, wirst du beten, dass du entwürdigend meinen Schatten hinterher wackeln darfst. No. Yours will be a more horrible fate. That is a promise. Aber dein Schicksal wird noch schrecklicher sein, das kann ich dir versprechen. I miss that guy. Ich habe den Kerl vermisst. Tank grinst den Schädel an, der sich langsam und vor sich hin fluchend dreht. Mhm. Du und Consular, ihr versteht euch wohl nicht besonders. It's not like that. We're good friends. We just disagree on everything. Doch, doch, wir sind gute Freunde. Wir sind uns nur nie einig. Er hat gesagt, wir sind uns niemals einig. Also wir sind uns in gar nichts einig. Your chaotic orb is amateurish folly. Any halfwit can lose control of a spell and be delighted by its unpredictable consequences. Deine Chaoskugel ist das erbärmliche Werk eines Amateurs. Jeder Schwachkopf kann die Kontrolle über einen Zauber verlieren und sich dann an seiner unvorhersehbaren Wirkung erfreuen. Your career should have been consigned to the waste bin of history before it even began. Deine Karriere hätte im Abfalleimer der Geschichte entsorgt werden müssen, noch bevor sie überhaupt begonnen hat. That's our Consulhaut, right? You old trickster. So kennen wir unseren Consulhaut, was, du alter Gauner? Tane kratzt sich am Hinterkopf und lacht leise in sich hinein. Na, leb mal wohl. I do hope you didn't breathe in any of those fungal spores. Gods only know what havoc they may wreak on your lungs and other systems. Ich hoffe, du hast keine dieser Pilzspuren eingeatmet. Nur die Götter wissen, was für ein Unheil sie in deinen Lungen und anderen Organen anrichten könnten. Ihr die Annalen von Lengraf zeigen. Das hier habe ich in den Archiven gefunden. Weißt du, was es damit auf sich hat? Was für ein merkwürdiges Buch. Darf ich es mal sehen? Mit interessiertem Blick inspiziert sie das Buch in deinen Händen. Ein seltsamer Ausdruck legt sich über ihr Gesicht. Etwa so, als wäre ihr eben eingefallen, dass sie vergessen hat, das Feuer in ihrem Herd auszumachen. Lenkrad, das Buch übergeben, sicher. Nur einen Augenblick. Sie dreht das Buch in den Händen, um es zu inspizieren. Einband und Bindung. Dann legt sie ihre Handfläche auf den Einband und schließt die Augen. Ein Funken arkaner Energie tanzt unter ihren Fingern. Intriguing. I can't tell if this is a bit of hand occult chicanery or something more enticing. Faszinierend. Ich kann nicht sagen, ob das ein Trick der okkulten Hand ist oder ob etwas Interessanteres dahinter steckt. Zögernd gibt sie dir das Buch zurück. Ihr bleibt auf dem Einband hängen. Ich wette, Tane würde das nur zu gerne sehen, okay? Ich dachte, du weißt vielleicht etwas darüber. Ich hatte nach den anderen Ausschau. Es hat mir eine Vision von einem deiner früheren Leben gezeigt. Hat es das? Wie faszinierend. Sie klingt bemüht neutral. Die Vision handelte von deinem Abendessen gestern. Gab's Brathähnchen. Ich habe einen Orlader mit einem Buch unter dem Arm durch die Wälder von Ergelandfahrt wandern sehen. Er hat unter der Eiche Halt gemacht, um seine Gedanken zu den Göttern niederzuschreiben. A compelling vision, but hardly definitive. Eine faszinierende Vision, aber kaum brauchbar. Sie verschränkt ihre Arme und öffnet sie dann wieder, als wäre sie unentschlossen. Tread cautiously. This place is no doubt full of unseen hazards. Sei vorsichtig, dieser Ort ist zweifellos voll von unsichtbaren Gefahren. Ja, Nachtrag. Ich habe länger auf das Buch gezeigt. Sie war skeptisch, was dessen Echtheit betrifft, aber auch fasziniert davon. Falls ich sie finden sollte, würde sie gerne den Rest der Bücher sehen. Yes, indeed. Mhm. Jetzt aber erstmal wieder in die verbotenen Bereiche des Archivs. Und ja, ich versuche, wenn möglich, an den meisten Bibliothekaren vorbeizuschleichen. Nur den einen muss ich halt töten, wenn ich da alle Bücher habe. Einzelne Leute dürfte ich an denen vorbeikriegen.
So. Wieder den Schleichmodus. Einmal Quick Save. Look. Certainly. Happily. Nein, klauen. Okay. Noch ein Buch, kleiner Heiltrank, auch gut. Das Gute ist, solange sie rumlaufen, haben sie einen kleineren Hörradius. Oh, was haben wir da gesagt? Belebende Albträume. Die Nomis waren schon wieder kräftig dabei. Sie haben sich gefährliche Aufputschmittel zusammengemischt, nur um während ihrer langen Schicht wach bleiben zu können. Diesmal habe ich sie dabei erwischt, wie sie die Essenz der nächtlichen Albträume unserer Gäste in der Sammlung gemolken haben. Ich musste einfach abwarten und die Ergebnisse selbst beobachten. Der Versuch ging spektakulär ins Auge und sie haben die ganze Nacht lang selig geschlummert. Zum Glück sind sie ohne Probleme wieder aufgewacht, allerdings waren sie ziemlich verstört. Das Rezept ist begleitet von einfachen Illustrationen. Selbst ein Imp wäre in der Lage, es zu verstehen. Ja. Of course. Okay, dieser Raum hier. Happily. Wird leider zu schwierig. Okay. Das heißt, ich muss mich hier oben durchmoschen. Ich habe aber so das Gefühl, dass die zwei Statuen aufstehen werden. Auf der anderen Seite habe ich wenigstens das Gefühl, dass... Ja. Diese... Okay, macht mal eure Steinhäute an. Du pump dich hoch. Du kannst das leider nicht machen, dann mach das. Okay, die Ranken haben nicht gewirkt. Oh ja, stimmt. Die dürften...